Beispiel, ich möchte Extremwerte bestimmen bei folgendem Funktionsterm, der wieder auf allen reellen Zahlen für x und y definiert sein soll. Der Funktionsterm lautet minus x hoch 4 plus 2x Quadrat plus y Quadrat. Ist auch eine relativ einfache Funktion. Die Variablen sind hier schön getrennt durch das Summenzeichen. Das sollte keine großen Probleme machen, aber wir probieren jetzt mal unser Rezept aus. Ersten Rezeptschritt brauche ich jeweils die partiellen Ableitungen, den Gradienten. Und da ergibt sich an unserem Funktionsterm einmal nach x abgeleitet minus 4x hoch 3, 4x, die Ableitung von y ist 0. Also wenn ich das Ding nämlich nach y ableite, dann fallen die vorderen beiden weg, die sind dann jeweils konstant. Das heißt, wir haben dann hier nur noch 2y stehen. Jetzt müssen die jeweils gleich 0 sein. Sind eigentlich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, aber da die getrennt sind, muss ich jetzt hier nichts ineinander einsetzen. Wir haben für die zweite Gleichung ist sofort klar, y muss 0 sein. Y muss gleich 0 sein. Sie müssen das immer so lesen. 2y muss 0 sein und der obere Term muss auch 0 sein. Y muss 0 sein und der obere Term minus 4x hoch 3 plus 4x muss auch gleich 0 sein. Das kann ich natürlich ein bisschen besser hinschreiben. Ich kann hier zum Beispiel 4x ausklammern. Oder noch besser, minus 4x klammern wir aus. Dann bleiben in der Klammer übrig x² minus 1 gleich 0. Das ist ein Produkt. Der vordere Term ist 0, wenn x 0 ist. Der hintere Term ist 0, das ist eine dritte binomische Formel, zerfällt in x minus 1 mal x plus 1. Also haben wir hier nochmal die beiden Nullstellen minus 1 und plus 1. Y muss 0 sein, das gilt nach wie vor. Und x ist 0 plus oder minus 1. Damit haben wir jetzt drei kritische Punkte, drei Kandidaten in unserem ersten Rezeptschritt ausgerechnet. Kandidaten. Das ist einmal 0, 0, das ist einmal minus 1, 0 und das ist einmal 1, 0, plus 1 und 0. Das sind unsere drei Kandidaten für den ersten Schritt. Im zweiten Schritt berechnen wir zunächst nach Betriebsanleitung die Hesse-Matrix. Hesse-Matrix, da steht hier vorne die Ableitung von x nochmal nach x. Das ist das hier, nochmal nach x abgeleitet. Das gibt minus 12x² plus 4, Ableitung von 4x. Wenn ich das nach y ableite, kommt hier 0 raus. Wenn ich das nach x ableite, kommt auch 0 raus. Das muss auch so sein, wie wir wissen, sagt der Herr Schwarz. Die beiden müssen gleich sein. Und wenn ich das nach y ableite, dann kommt 2 raus. So, jetzt setzen wir der Reihe nach unsere Kandidaten ein und entscheiden jeweils, um welche Art von kritischem Punkt es sich handelt. Als erstes nehme ich mal den Punkt 0, 0. Wenn Sie den hier einsetzen, in die Hesse-Matrix, nur hier oben muss ich ja was einsetzen, dann ergibt sich minus 12 mal 0 plus 4, also insgesamt 4, 0, 0, 2. Die anderen haben keine Abhängigkeiten von x und y. So, das ist a, b, c und d. Und wenn Sie jetzt a, b, a, d, also die Determinante minus b, c ausrechnen, dann ergibt sich hier 4 mal 2 minus 0 mal 0. Und das ist natürlich 8, also größer 0. Außerdem ist die Spur auch größer 0. Damit haben wir ein Minimum bei 0 und 0. Das ist das erste Ergebnis. Der zweite Wert, den wir einsetzen, ist plus 1 und 0. Ehrlich gesagt, es ist wurscht, ob Sie plus oder minus 1 einsetzen, weil hier oben steht ein Quadrat. Das wird auf jeden Fall positiv. Aber ich mache es jetzt mal der Ordnung halber und dass wir es beim ersten Mal wirklich sehen, dass man jeden einzelnen Punkt einsetzt. So, wenn ich hier oben 1 einsetze, dann steht da 1 im Quadrat ist 1, minus 12 mal 1 ist minus 12, plus 4 ist minus 8. 0, 0, 2. A, D minus B, C ist dann in dem Fall minus 8 mal 2, minus 0 mal 0. Das ist auf jeden Fall negativ. Das heißt, wir haben einen Sattel bei 1, 0. Und bei, könnte ich natürlich faul sein, wenn hier ein Minus statt ein Plus steht, ändert sich gar nichts,
weil hier oben ja wie gesagt quadriert wird. X Quadrat von minus 1 ist auch plus 1 und wir haben auch einen Sattel. Von unseren drei kritischen Punkten ist einer ein Extremwert, nämlich bei 0, 0. Die anderen beiden sind Sattelpunkte. Das haben wir jetzt rausgekriegt. Jetzt schauen wir uns noch die grafische Darstellung, also einen Höhenlinienplot an. Das ist der Punkt 0, 0. Das war mein Minimum, das wir ausgerechnet haben. Dann haben wir plus 1, 0. Das ist der hier. Das ist ein Sattel. Ja, hier geht es nach oben. Hier geht es nach oben. Da ist die Hauptkrümmungsrichtung sogar in Richtung der Y-Achse. Das liegt daran, dass die beiden Variablen hier so entkoppelt sind. Und hier haben sie die Krümmung in der anderen Richtung. So, hier ist der andere Sattel bei minus 1 und 0. Noch ein Beispiel. F von x und y soll 8x² plus y hoch 4 minus 16xy betragen. In unserem Rezeptablauf rechnen wir zunächst den Gradienten aus. Und das Ganze soll wieder jeweils 0 werden. Das gibt mir dann die potenziellen Kandidaten. Die erste Gleichung, hier 16x minus 16y gleich 0, führt dazu, dass ja, ziemlich schnell bringe ich auf die andere Seite rüber, die 16y, dann teile ich durch 16. Also ich sehe, die müssen gleich sein. X gleich y. Das ist ein direktes Resultat aus dieser ersten Gleichung. Und zusätzlich muss gelten 4y hoch 3 minus 16x gleich 0. Wenn 16x gleich 16y sein soll, dann kann ich auch das x durch das y ersetzen. X und y sollen ja gleich sein. Dann bin ich die zweite Variable hier in der zweiten Gleichung losgeworden. Also 4y hoch 3 minus 16y gleich 0. Diese Gleichung eingesetzt. Das da sind meine beiden Gleichungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das y bestimme, die Werte für das y, dann gelten die gleichzeitig für das x. Da hinten kann ich wieder ausklammern. Und zwar 4y. Dann bleibt in der Klammer stehen y² minus 4 gleich 0. Und damit ist klar, da hinten haben wir 0 plus und minus 2. Und außerdem müssen beide gleich sein. Damit sieht die Liste unserer Kandidaten folgendermaßen aus. Es folgt, unsere Kandidaten für Extremwerte sind auch wieder drei Punkte. 0 und 0, minus 2 und minus 2, plus 2 und plus 2. Zweiter Schritt, Hesse-Matrix. Dritter Schritt, einsetzen und entscheiden. Als erstes den Nullpunkt. Haben wir 16 minus 16 minus 16 und 0. Und dann ist AD minus BC. Minus mal minus mal minus ist minus, also kleiner 0. Minus 256, aber das ist mir egal. Wichtig ist nur, wir haben einen Sattel an der Stelle 0, 0. Minus 2 minus 2 ergibt dann eine 16 mal 48, das heißt, das gewinnt auf jeden Fall positiv. Damit brauchen wir dann noch die Spur und da sehen wir, die ist auch positiv. Das heißt, das ist auch größer 0. Damit haben wir ein Minimum. Minus 2 minus 2. Ja, die zweite Rechnung, die spare ich mir jetzt. Und damit haben wir dann auch ein Minimum bei 2 und 2. So, ein Sattelpunkt, zwei Minima. Auch das schauen wir uns im Höhenlinienplot an. Der Punkt 0, 0 ist hier, das ist dieser Sattel. Sie sehen das übrigens typischerweise immer an sich kreuzenden Höhenlinien. Das ist so ein Indiz für einen Sattelpunkt. Und dann haben wir die Punkte minus 2, minus 2, der ist hier. Und plus 2, plus 2, der ist da oben. Das sind jeweils ja, so kleine Mulden hier, so komisch geformte. Hier haben wir ein Minimum und da haben wir ein Minimum.